ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Guten Abend. Vor wenigen Minuten wurde im Fall des Bombenattentats auf den Marathonlauf in Boston von einem amerikanischen Geschworenengericht das Strafmaß verkündet. Der überlebende Attentäter Tschocha Tsarnaev wurde von der Jury zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe kann nur verhängt werden, wenn die Geschworenen sich einstimmig dafür entscheiden. Bei dem Anschlag im April 2013 hatten Tsarnaev und sein älterer Bruder mit einer Bombe, die direkt im Zieleinlauf platziert war, 3 Menschen getötet und mehr als 260 zum Teil schwer verletzt. Auf der Flucht hatten die Brüder dann auch noch einen Polizisten erschossen. Wir fragen jetzt Tina Hassel in Washington. Tina, wie hat die Jury in Boston denn diese Todesstrafe für den 21-jährigen Tschocha Tsarnaev begründet? Nun, Thomas, genau wissen wir das nicht, weil Sie hatten es ja schon erwähnt, das ist gerade erst passiert, dass dieses überraschende Strafmaß verkündet wurde. Aber was wir wissen ist, dass 6 der 17 potenziell zur Todesstrafe führenden Punkte eben geltend gemacht wurden. Vor allem, weil eben diese Schnellkochtöpfe als Massenvernichtungswaffen eingestuft wurden und dies so schwerwiegend sei, dass jetzt auch schon im Moment sich die Justizministerin Loretta Lynch zu Wort gemeldet hat und hat gesagt, sie findet dies ein passendes Urteil. Also die Argumentation der Verteidigung, die gesagt hat, Tschocha Tsarnaev sei zum Zeitpunkt der Tat ja gerade erst 18 Jahre alt gewesen und er habe eben wirklich unter dem Einfluss seines Bruders gestanden, ist nicht ausreichend strafmildernd gewertet worden. Tina, wenn man das sagen kann, wie war denn die Stimmung in der Bevölkerung in Boston über dieses Urteil? Was wollten die denn für ein Ergebnis haben? Das ist spannend, Thomas, denn die Menschen in Boston, die ja noch immer traumatisiert sind, das kann man wirklich sagen, durch dieses Attentat, die wollen keine Todesstrafe. 2/3 haben sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Im ganzen Land aber sieht das anders aus. Da fordert wirklich eine Mehrheit, da fordern über 50% den Tod für Tschocha Tsarnaev. Und man muss auch noch einmal klar machen, dass ja in Massachusetts selber die Todesstrafe seit 1984 verboten ist, seit über 70 Jahren ist dort niemand mehr hingerichtet worden. Und dieser Spruch ist also nur möglich gewesen, weil der damalige Justizminister Holder durchgesetzt hatte, dass das ganze Urteil, dass die Jury eben nach Bundesrecht ermittelt. Und da wird dies wirklich eingeschätzt als einer der schwersten terroristischen Anschläge und ist eben entsprechend hart auch durchgeführt worden. Aber das muss man sagen, mit Sicherheit wird die Verteidigung jetzt in Berufung gehen. Das kann sich also noch sehr lange hinziehen. Und auch deshalb waren die Familien dagegen, die gesagt haben, wir wollen endlich ein Ende, einen Schlusspunkt und nicht jetzt jahrelang in quasi Berufungsverfahren gehen. Und die waren, wie gesagt, gegen dieses Urteil heute. Vielen Dank, Tina Hassel, für diese Informationen aus Washington. Wir kommen nach Deutschland und wechseln das Thema. Der Wahlslogan »Unser Mann für Hamburg« ist vor allem dann gut, wenn der Mann Katja heißt und in Wahrheit eine Frau ist und dann auch noch Erfolg hat. Frage, reicht das, um eine Partei aus dem Keller zu holen? Immerhin hat die FDP unter ihrem Parteichef Lindner in einer Art quietschbuntem Doppelschlag sowohl in Hamburg als auch in Bremen die 5%-Hürde übersprungen. Das ist für eine Partei, die wegen interner Profilneurosen und ruinöser Politik nach 64 Jahren aus dem Deutschen Bundestag geflogen war, nicht selbstverständlich. Auf ihrem Parteitag, der heute in Berlin begonnen hat, war der poppig aufgemachte Slogan vom German Mut, gemeint wohl als Gegensatz zu German Angst, hinter dem Parteichef ziemlich gut sichtbar. Zeigen musste Lindner aber heute seiner Partei, dass der Neuanfang nicht nur bunt, sondern auch ernsthaft politisch ist. Oliver Meyer-Rüth. Marihuana legalisieren und so die Dealer arbeitslos machen. Die FDP und ihr Nachwuchs haben es nicht verlernt, mit provokanten Forderungen in die Schlagzeilen zu kommen. Einer der übrig gebliebenen Altvorderen zeigt liberales Verständnis. Freunde, ich weiß, dass Rauchen schädlich ist und deshalb rauche ich nicht. Kiffen soll auch vielleicht auch schädlich sein, aber ich kiffe auch nicht. Es gibt auch ein Recht darauf, sich unvernünftig zu verhalten. Ein bisschen Spaßpartei ist sie also immer noch, die bisweilen totgesagte FDP.
Doch nach zwei für liberale Maßstäbe erfolgreichen Wahlen in Hamburg und Bremen glaubt Parteichef Lindner, Deutschland bräuchte wieder freie Demokraten. In einer Zeit, in der der Einzelne abkassiert, bürokratisiert, bevormundet und neuerdings auch wieder bespitzelt wird, in einer Zeit, in der der Einzelne also klein gemacht wird, in dieser Zeit wollen wir den Einzelnen groß machen und nicht den Staat. Das Parteitagsmotto: German Mut. Offenbar müssen sich die Liberalen Mut zusprechen für die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt im März 2016. Sind sie dort erfolgreich, könnte auch die Rückkehr in den Bundestag gelingen. Jahrelang war die Partei zerstritten. Das dürfe nicht mehr vorkommen, so Lindner. Wer einen von uns freien Demokraten angreift, der bekommt es mit allen freien Demokraten zu tun, denn wir lassen uns nicht mehr auseinanderdividieren. Zuletzt war nichts von Querelen zu hören. Lindner hat die Liberalen geeint. Sie bestätigen ihn als Parteichef mit 92,4%. Sein Erfolg hat er auch Frauen wie Lenke Steiner oder Katja Suding zu verdanken. Sie haben es in Hamburg und Bremen in die Parlamente geschafft. Sie fordern mehr Themen, als nur die Marktwirtschaft und Bürgerrechte zu besetzen. Ich möchte eben auch, dass die FDP als Treiber in der Bildungs- und Gesellschaftspolitik wieder stärker in Erscheinung tritt. Der Parteitag entscheidet, dass Kreisverbände die zuletzt klamme Bundes-FDP mit einer Umlage von 4 Millionen Euro unterstützen. Auch das soll Lindner helfen, kommende Wahlen zu bestehen. Doch reichen ein, zwei neue Gesichter und Themen und der parteiinterne Frieden für die Rückkehr in den Bundestag? Lindner muss wohl weiterarbeiten am Profil der Liberalen, um das echte Comeback zu schaffen. Rassistisch, menschenverachtend und antisemitisch. So sehen die Bundesländer die NPD und wollen sie deshalb als verfassungsfeindlich verbieten lassen. Aber, sagte das Bundesverfassungsgericht schon vor 12 Jahren beim ersten Verbotsantrag gegen die NPD, so einfach ist das gar nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn in der NPD noch V-Männer des Verfassungsschutzes aktiv sind, obwohl der Antrag auf ein Verbot der Partei schon läuft. Juristisch ist das bei einem Parteienverbot sehr entscheidend. Und dass das jetzt beim zweiten Verbotsantrag gegen die NPD anders gelaufen ist, das wollen die Bundesländer beweisen und legten dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute 4 Aktenordner mit Beweisen vor. Christoph Kielbach. Fristgemäß gingen die Unterlagen heute beim Verfassungsgericht ein. Interne Dokumente der Verfassungsschutzbehörden. Damit wollen die Bundesländer belegen, dass sämtliche V-Leute in der NPD-Führungsspitze abgeschaltet wurden. Also wir glauben, dass wir wirklich gut präpariert sind, dass wir das aufgenommen haben, was das Bundesverfassungsgericht uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir alle Voraussetzungen erfüllt haben. Eine Schlappe wie 2003 will der Bundesrat diesmal nicht erleben. Damals war ein erster Verbotsantrag gescheitert, weil zu viele V-Leute des Staates in der NPD-Spitze saßen. Im aktuellen Schriftsatz, der der ARD vorliegt, steht, 11 V-Leute gab es in der NPD-Spitze, 3 Quellen im Bundesvorstand und 8 in den Landesvorständen. Sie alle seien inzwischen abgeschaltet worden. Den Kontakt zu den bezahlten Informanten hätten die Verfassungsschutzbehörden auch dauerhaft und endgültig abgebrochen. Mitgelieferte interne Vermerke und Protokolle des Verfassungsschutzes sollen das belegen. Brisant: Laut Gesetz hat nun die NPD ein Recht auf Akteneinsicht. Darum seien die Namen der Informanten geschwärzt worden. Ich habe auf jeden Fall als Minister eine Verantwortung gegenüber den Personen, in dem Fall auch gegenüber den Quellen. Trotzdem befürchten die Vertreter der Bundesländer die Enttarnung der ehemaligen Informanten. Den Verfassungsrichtern boten sie darum an, ihnen die vollständigen Akten zugänglich zu machen, wenn gewährleistet sei, dass die NPD hier keinen Einblick erhalte. Karlsruhe muss nun prüfen, ob das vorgelegte Material ausreicht. Unbekannte haben das Datennetz des Bundestages attackiert. Und damit beginnen die Kurznachrichten und Susanne Dabner. Hacker hätten versucht, in die IT-Systeme einzudringen, sagte Parlamentspressesprecher Hebecker in Berlin. Experten des der Bundestagsverwaltung und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik seien eingeschaltet. Die Vorsitzende der IT-Kommission und Parlamentsvizepräsidentin Pau sagte, einen solchen Angriff auf das Netz des Bundestages über mehrere Tage habe es noch nicht gegeben. Ja.
Tausende Postzusteller sind heute erneut in einen Bahnstreik getreten. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten Arbeitszeitverkürzungen und mehr Geld. Außerdem will sie verhindern, dass bestimmte Tätigkeiten in Gesellschaften ausgelagert werden. Belastet werden die Verhandlungen durch einen neuen Vorwurf. Die Deutsche Post soll Beamte als Streikbrecher eingesetzt haben. Das Unternehmen bestreitet das. In der sizilianischen Hafenstadt Pozzallo sind erneut etwa 300 Flüchtlinge aus Afrika eingetroffen. Die deutsche Marine hatte sie aus Seenot gerettet. Nach ihrer Ankunft wurden die Menschen den örtlichen Behörden übergeben. Allein gestern hatten die Fregatte Hessen, die italienische Küstenwache und andere Schiffe 2200 Migranten im Mittelmeer gerettet. Im ostafrikanischen Burundi ist der Putschversuch gescheitert. Mehrere Anführer seien festgenommen worden, sagte ein Sprecher von Präsident Nkurunziza. Anhänger des Staatsoberhauptes feierten in der Hauptstadt. In Burundi gibt es seit Wochen Proteste und Unruhen, weil Nkurunziza entgegen der Verfassung für eine dritte Amtszeit kandidieren will. Mehr als 100.000 Menschen sind bereits geflohen. Und wir schauen in den Jemen. Das ist ein Land, das im Krieg versinkt. Ein Krieg, bei dem auch die Nachbarstaaten Iran und Saudi-Arabien kräftig von außen mitmischen. Der Iran soll die schiitischen Husi-Rebellen im Jemen unterstützen. Und sie versuchen seit Monaten, den sunnitischen Präsidenten Hadi mit Waffengewalt zu vertreiben. Präsident Hadi wiederum bekommt militärischen Beistand vom Nachbarn Saudi-Arabien. Unter den Machtkämpfen aber leidet vor allem die Bevölkerung. Seit Dienstagabend sollte im Land eigentlich eine Feuerpause herrschen, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Doch das ist leider mehr Hoffnung als Wirklichkeit. Thomas Aders über eine Woche in Sanaa. Sonntag, 5 Uhr morgens. Die Residenz des abgetretenen Präsidenten Saleh wird von Kampfflugzeugen der von Saudi-Arabien angeführten Allianz angegriffen. 10 Menschen kommen um. 10 Uhr vormittags, als unser Team gerade in einer Seitenstraße dreht, erfolgt der nächste Luftschlag. 150 Menschen werden verletzt. Wir haben die Verletzten gerettet. Wir haben sie aus den Häusern getragen, wenn sie nicht mehr laufen konnten. Montag, verheerender Angriff auf ein Waffendepot. 90 Menschen sterben, 300 werden verletzt. Nach Luftschlägen wie diesem sind in den Hospitälern Amputationen an der Tagesordnung. Abu Ali hat sein linkes Bein und seinen rechten Fuß verloren und seinen Glauben an einen Frieden. Sie müssen das Blutvergießen unter Muslimen endlich beenden. Aber es geht ihnen nur um Macht, Öl und Reichtum. Die schiitischen Houthis, vom Iran unterstützt, haben die Hauptstadt Sana'a und weite Teile des Landes erobert. Nun werden sie von den sunnitischen Saudis bekämpft. Bereits 5-mal haben sie den Flughafen bombardiert. Immer dann, wenn die Landebahn gerade wieder repariert war. Jede Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern unmöglich. Montagmittag, als das Team gerade auf den Flughafen dreht, erfolgt der 6. Angriff. Mittwoch, die Feuerpause hat begonnen. Jetzt zeigt sich, wie schwer die Zerstörungen sind und wie sehr die Menschen leiden. Hunderttausende Vertriebene überall. Unser Dorf an den Bergen ist von den Raketen völlig zerstört worden. Seitdem verstecken wir uns hier. Wir schlafen hier, versuchen zu überleben. Seit einem Monat. Die Einheit des Landes ist mittlerweile bedroht. Der Süden will sich vom Norden trennen. Deshalb könnte dieser Krieg darin enden, dass wir wieder 2 Jemen haben. Den Nordjemen und den Südjemen. Heute Morgen keine neuen Luftschläge der Saudis, aber kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen, die keinen Tropfen Benzin haben. Und erste Hinweise darauf, dass die Feuerpause verletzt wird. Diesmal von den schiitischen Houthis. Heute Abend wird es eine Hammer-Blues-Session im Himmel geben. Das hat der amerikanische Präsident Obama gesagt. Denn der König des Blues kommt dort an. B.B. King ist im Alter von 89 Jahren in Las Vegas gestorben. Seine Songs aber werden bleiben. The thrill is gone away. Thrill is gone, noch im vergangenen Jahr ist B.B. King in den USA aufgetreten, doch jetzt hat er seine Gitarre, die er übrigens immer liebevoll Lucille nannte, für immer aus den Händen gelegt.
Uns fehlt zum Schluss der Sendung natürlich noch das Wetter. Carsten Schwanke, bleibt es denn am Wochenende auch so unentschlossen, wie sich das bis jetzt anfühlt? Genau, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Unentschlossen und auch nicht einheitlich. Allerdings, es gibt gute Nachrichten. Sonnenschein für alle ist auf jeden Fall drin, wenn auch nicht gleich verteilt. Und da sind wir wieder bei dieser Unentschlossenheit. Morgen am Samstag vor allem gibt es einen großen Unterschied zwischen einem eher grauen und bewölkten Nordwesten und einem ziemlich sonnigen Süden. Hier werden mehr als 10 Stunden Sonnenschein möglich sein. Dafür sieht der Sonntag insgesamt in Deutschland besser aus. Und vor allem der Norden Deutschlands bekommt dann am Sonntag auch jede Menge Sonnenschein ab. Diese Wolken, die hier für den Samstag für eine Eintrübung sorgen, die kommen schon heute Nacht im Nordwesten an. Hier sind sie zu sehen. Noch ist es trocken. Übrigens am Alpenrand letzte Regentropfen. Für die meisten ist die Nacht sternklar. Deshalb wird sie auch kalt. Oftmals gibt es einstellige Tiefstemperaturen und besonders in der Mitte unseres Landes verbreitet leichten Bodenfrost. Morgen Vormittag dann starten wir zweigeteilt. Im Nordwesten haben wir diese neue Regenfront. Es fällt nicht viel Regen, aber es wird hier eben nass. Die Wolken kommen rein. Nach Süden hin beginnt der Tag mit viel Sonnenschein. Allerletzte Tropfen am Alpenrand. Am Nachmittag rutschen dann diese Wolken und dieser leichte Regen langsam bis zur Mitte Deutschlands voran. Ein paar Wolken gibt es auch im Süden, aber hier wird es vom Grundeindruck wirklich sonnig sein. Und mit dem Sonnenschein gibt es im gesamten Südosten auch die höchsten Temperaturen, 19 bis 23 Grad. Im Nordwesten hingegen nur 12 bis 14 Grad. Hier wird es allerdings auch windig sein. Der Wind kommt hier aus südwestlicher Richtung mit Stärke 4 bis 6. Am Sonntag erwartet uns dann meistens recht freundliches Wetter und auch meistens trockenes Wetter. Einzelne Schauer kann es im Norden und auch im Süden geben. 13 bis 20 Grad sind die Temperaturen. Am Montag kommt im Norden neuer Regen an. Im Süden wird es sonnig bleiben bei bis zu 24 Grad. Also alles ist dabei, vor allem Unentschlossenheit. Carsten, vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, gleich sehen Sie hier den Polizeiruf 110. Um 1 Uhr meldet sich dann das Nachtmagazin mit Anna Blanken. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Tschüss, bis dahin.